die Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel. Wir befinden uns hier im südlichen Teil, direkt an der Grenze zu der Schweiz. Der Abschnitt 9.2 ist der Bereich Haltingen-Weil am Rhein und hat eine Länge von 5 Kilometern. Wir bauen hier 7 Brücken, über 10 Kilometer Schallschutzwände, Erschütterungsschutz und mehrere Stellwerke. Am Bahnhof Haltingen-Weil am Rhein steht das 1985 erbaute Relaisstellwerk. Im Rahmen der Baumaßnahmen des Projekts Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel kann dieses bestehende Relaisstellwerk nicht umgebaut werden. Im Rahmen von Schaltarbeiten im bestehenden Relaisstellwerk haben wir festgestellt, dass die Innenraumverkabelung veraltet ist. Eine Modernisierung konnte deswegen nicht durchgeführt werden und eine Teilerneuerung ist dringend notwendig. Und Teilerneuerung heißt in dem Fall? Die Teilerneuerung bedeutet, dass wir das Relaisstellwerk Weil am Rhein durch das neue elektronische Stellwerk Weil am Rhein ersetzen. Die Teilerneuerung von einem Relaisstellwerk auf ein elektronisches Stellwerk ist eine Premiere bei der Deutschen Bahn. Kompetenzen werden gebündelt und Spezialisten kümmern sich um die einzelnen Bereiche. Wir von Thales liefern alle Komponenten der Signaltechnik nach Vorgaben der Deutschen Bahn. Das heißt, die Kollegen von uns in Ditzingen projektieren das Projekt, erstellen die entsprechenden Materiallisten. In Arnstadt werden alle Komponenten gefertigt, hier auf die Baustelle geliefert und hier vor Ort montiert und zur Inbetriebnahme geprüft dem Kunden übergeben. Auch wenn es zur täglichen Arbeit gehört, ist das Projekt für die Spezialisten von Thales nichts Alltägliches und ebenfalls etwas ganz Besonderes. Das heißt, wir behalten die Außenanlage, Signale, Weichen und Achszähler bei und tauschen nur die Innenanlage aus. Die Modulkomponenten werden also nicht 1:1 ausgetauscht, sondern von neuen elektronischen Stellwerkmodulen ersetzt und damit bleibt die Außenanlage nahezu identisch bestehen, was auch einen wirtschaftlichen Vorteil hat. Alle Aufwände, alle Investitionen draußen fallen weg und ganz wichtig, wir haben kaum betriebliche Einschränkungen. Bis Ostern wird das in den 80er Jahren an der Hangkante errichtete Relaisstellwerk noch seinen Dienst tun. Dazu zählen zum Beispiel das Stellen von Signalen und Weichen. Anschließend wird das neue elektronische Stellwerk Weil am Rhein die Zugsteuerung übernehmen. Das Stellwerk hinter mir hat für uns eine sehr wichtige Rolle. Wir haben dort drin 2 Stellwerke reingesetzt, modular aufgebaut. Wir ersetzen damit gegenüberliegendes Rangierstellwerk, das alte Relaisstellwerk und hinter uns dann direkt noch die anderen 4 Stellwerke, die wir auch für den Bereich brauchen zum Steuern. Und das Ganze wird dann zentral gesteuert aus dem Bereich des Basel-Badischen Bahnhofs. Und warum die Umstellung gerade zu Ostern stattfindet, hat auch einen plausiblen Grund. Zu Ostern haben wir viel weniger Pendlerverkehr. Das ist die beste Voraussetzung, um den Verkehr zu reduzieren und die Inbetriebnahme der Teilerneuerung durchzuführen. Die Reduzierung ist ein Vorteil, nur laufen die Arbeiten noch abgeschwächt weiter. Eine große Herausforderung für alle Beteiligten des Projektes. Die Umsetzung der Teilerneuerung erfolgt unter laufendem Betrieb. Dadurch muss das Montageteam unter hohem Zeitdruck arbeiten. Allgemein wird die Umstellung auf das elektronische Stellwerk für Bahnfahrende einen großen Vorteil mit sich bringen. Mit der neuen Technik optimieren wir den Zugverkehr für die Reisenden. Und auch die Bahn profitiert von der Teilerneuerung. Mit den neuen elektronischen Stellwerken schaffen wir die Grundlage für die Leit- und Sicherungstechnik im Zugverkehr. Es blinkt, leuchtet, Kabel über Kabel sind zu sehen. Für einen Außenstehenden und Laien nur schwer zu verstehen, wie diese ganze Technik im Inneren des Neubaus funktioniert. Wir sind hier im Herzen des elektronischen Stellwerks Weil am Rhein. Aus dem Stellwerk wird zukünftig der Basel-Badische Rangierbahnhof Weil am Rhein und Haltingen ferngestellt. Die Fahrdienstleiter werden dennoch in Weil am Rhein komplett ersetzt, denn die Steuerung des neuen elektronischen Stellwerks findet ein paar Kilometer weiter statt. Die Bedienung findet aus der Zentrale im Basel-Badische Bahnhof statt. Zu Ostern war es dann endlich soweit. Die Inbetriebnahme des ESTW erfolgte in einer nächtlichen Sperrpause von Samstag, den 31. März, auf Ostersonntag, den 1. April. Das Ganze fand im Basel-Badischer Bahnhof statt und zwar in der neuen Leitzentrale. Für viele Mitarbeiter ein spannender Moment. Die größte technische Herausforderung für die Firma Thales ist und war das Gesamtsystem, was durch die Teilerneuerung nicht vollumfänglich getestet werden konnte. Sondern nur in kleinen Teilschritten. Und jetzt mit der Inbetriebnahme das erste Mal das Gesamtsystem testen können. Und es lief mehr als gut. Die Umstellung ist erfolgt. Die Planung und Vorbereitung der Umschaltarbeiten nahm fast ein ganzes Jahr in Anspruch und es hat sich gelohnt. Die Bauarbeiten zur Teilerneuerung Weil am Rhein sind mit der Inbetriebnahme zu Ostern abgeschlossen. Ab Mitte des Jahres übernimmt das elektronische Stellwerk ebenfalls die Aufgaben von 4 mechanischen Stellwerken des Rangierbahnhofs Weil am Rhein.